Mein Wunsch an Bayern ist die Stärkung des Ehrenamtes. Das Ehrenamt sollte die Anerkennung wieder erfahren, die es auch wert ist. In unzähligen Reden von Politikern erfahren wir immer, wie wichtig dieses Ehrenamt sei und dass es nicht zu bezahlen wäre. Das ist zwar sachlich richtig, aber es muss schon möglich sein, wenn ein ehrenamtliches Mitglied einer Rettungsorganisation 25 oder gar 40 Jahre Dienst an der Bevölkerung Bayern leistet, unentgeltlich leistet, eine zusätzliche Anerkennung in Form einer Ehrenamtsrente erhält. Bayern sollte diese Tätigkeit es auch wert sein. Zunächst mal danke ans Ehrenamt. Ich bin da voll dafür, dass wir das Ehrenamt stärken. Deswegen haben wir eine Reihe von Maßnahmen gemacht zur Anerkennung, zur verbesserten Möglichkeiten, Beruf und Ehrenamt in Verbindung zu bringen. Ob eine Rente wirklich das Richtige ist, wer das bezahlen soll, ist mir ein bisschen unklar. Ich glaube, das Beste wäre, wir würden einfach weniger bürokratische Hürden machen und würden die Ehrenamt nicht behindern. Da könnte man schon mehr erreichen davon. Also erstmal vielen Dank für die großartige Arbeit im Dienst unserer Gesellschaft. Ehrenamt hält buchstäblich unsere Gesellschaft zusammen, egal ob es bei der Feuerwehr ist, Sportverein, Elternbeirat oder in der Geflüchtetenhilfe. Und ja, Ehrenamt müssen wir stärken und erreichen nicht nur warme Worte. Deswegen sagen wir Grüne zum Beispiel, wir brauchen endlich ein Freistellungsgesetz, damit man Beruf und Ehrenamt besser vereinbaren kann. Ja, wir stellen fest, dass das Ehrenamt in Sonntagsreden hochgelobt wird und am Montag schon mit Füßen getreten wird. Wir sehen das Thema der Datenschutzgrundverordnung als ganz kleines Beispiel, das den Ehrenamtlichen große Probleme macht. Und wir sind auch der Überzeugung, dass die Ehrenamtskarte, also billigerer Eintritt in Freibäder und so weiter, nicht reicht. Es muss ja in Rentenanspruch erarbeitet werden für Menschen, die sich im Ehrenamt betätigen. Als AfD-Vertreter sehe ich die ehrenamtliche Tätigkeit, die ich selbst seit Jahrzehnten ausübe, als Grundlage der Gesellschaft. Wir fordern eine Übernahme der Haftpflichtversicherung durch die Gemeinden und wir fordern eine massive Erhöhung der Ehrenamtspauschale, der steuerfreien Ehrenamtspauschale, damit da können wir die Leute viel tun. Also einmal will ich als erstes klar machen, unser Land ohne das Ehrenamt würde überhaupt nicht funktionieren. Aber der Staat darf eben nicht Aufgaben auf das Ehrenamt übertragen und sich aus der Verantwortung ziehen. Und deswegen beginnen wir auch im Moment die Debatte um eine mögliche Rente. Aber wir brauchen jetzt erstmal einen Bürokratieabbau für die Vereine. Und wir brauchen auch die Möglichkeit, den Aufwand im Ehrenamt von der Steuer abzusetzen. Wir fordern eine armutsfeste Rente, unabhängig, ob man Ehrenamt bekleidet hat oder nicht. Aber um Ehrenamt bekleiden zu können, fordern wir auch genügend Zeit für Ehrenamt. Das heißt, weniger Stunden, die man im Hauptamt arbeiten muss, dafür aber einen vollständigen Lohnausgleich. Und dann haben die Menschen Zeit, noch ihr Ehrenamt während ihrer Erwerbszeit zu tätigen, aber eben danach auch angemessen entlohnt zu werden für eine armutsfeste Rente. Ehrenamt ist total wichtig und Ehrenamt braucht mehr gesellschaftliche Anerkennung. Ehrenamtler müssen auch entlastet werden von Bürokratie, die erdrückt momentan viele Vereine. Ob wir jetzt eine Rente brauchen für Ehrenamtler, weiß ich nicht. Ehrenamt heißt ja per Definition, dass es eben unentgeltlich ist. Wir müssen insgesamt dafür sorgen, dass jeder mit der Rente sein sicheres Auskommen hat und Ehrenamt insgesamt stärken.